Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Mittwoch, dem 13. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich an dieser Stelle und hoffe, Sie haben bislang eine gute Handelswoche gehabt. Der FX-Markt ja immer wieder mit interessanten Ausschlägen. Heute zum Beispiel aufgrund der jüngsten Verluste der ozeanischen Pairs. Wir hatten gestern den Australdollar gegenüber dem US-Dollar im Fokus, der sich hier jetzt aktuell wieder erholt, sehr stark. Auch der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Das sind hier Möglichkeiten, um gegebenenfalls in Bälde auf einen Short-Zug aufzuspringen. Wie gesagt, das hatten wir ja gestern schon behandelt. Beim Australdollar, US-Dollar hier die 0,71, ganz interessant unter Umständen für eine mögliche Bewegung. Heute soll es aber auch um ein Währungspaar gehen, was wir sowohl im Stream als auch im Artikel unlängst mal behandelt hatten. Sie sehen es schon hier heute speziell im Fokus der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der heute hier einen sehr, sehr starken Tag hat. Mittwoch 57% positive Schlusspreise. Wir sehen heute auch hier eine positive Performance. Bislang alle Yen-Pairs, also Währungen, die hier in Yen gehandelt werden, zeigen heute positive Ergebnisse, insbesondere hier auch die stark abgeschlagenen während der jüngsten Zeit British Pfund Yen zum Beispiel. Aber das alles aktuell nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Generell schauen wir mal kurz auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Hier mal im großen Bild sehen wir, dass wir hier letztlich eine Unterstützungszone haben um 116,90, 116,10 etwa. Das ist hier eine Spanne, okay, die sollte man im Auge haben, zumal auch hier die Augustkerze sozusagen eine gewisse Unterstützung bietet, beziehungsweise die Tiefs, auch hier wie zuletzt 2014 Dezember und dann auch hier im Januar 2015. Also dieses Level 116 plus diente immer wieder für Gegen- und Schrägstrich Erholungsbewegung. Doch genau dieses Level steht eigentlich noch aus. 116,10, 116,20 wollten wir eigentlich noch sehen. Da gab es nämlich hier auch am 7.1. einen Artikel zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Hier vor dem Hintergrund einer negativen Saisonalität im Rückblick auf die vergangenen 8 Handelsjahre. Es gab hier praktisch eine Phase, gemittelt sozusagen vom 7.1. bis zum 22.-24.1., wo das Währungspaar bis auf zwei Ausnahmen generell sich schwächer zeigte und hier praktisch die Statistik dafür spricht, dass das Währungspaar hier nach unten kippt. Auch hier nochmal kurz die Saisonalität. Die wies oder verwies ja hier vielmehr oder weniger auch direkt zur Analyse, zum Ausgang der Analyse, auch direkt hier natürlich auf noch ein wesentlich steileres Bild. Hier auch der damalige Chart. Damals wurde orakelt mehr oder weniger, dass nochmal ein Pullback an 118,60 eine ideale Short-Chance wäre. Und genau das schauen wir uns, ups, schauen wir uns jetzt mal hier im Tageschart an, denn genauso eine Gegenbewegung gab es. Hier, das ist die Kerze vom 7.1. zur Veröffentlichung des Artikels und die Idee eben, hey, ein Rücklauf in Richtung 118,60, das war nämlich mal hier ein Unterstützungslevel, damals grüne Zone. Sie sehen, wie oft der Preis hier das Level touchierte, per Schlussstand doch immer wieder dann auch davon abprallte und letztlich auch eine Erholungsbewegung einleitete. Hier dann letztlich zur ersten Handelswoche im Januar klarer Durchbruch, dann eben hier der rasche Pullback. Und jetzt die Gretchenfrage, wie geht es weiter? Letztlich hier mit dem Pullback wurde dann Intraday bei, was war es hier, 118,80 knapp, das Niveau, das Hoch gefunden. Dann kippte der Preis sichtlich nach unten. Das war hier der Freitag. Und dann wurde letztlich das Level hier 117 touchiert. Auf Tagesbasis auch eine leichte Unterstützung. Eigentliches Zielniveau, aber hier, wie gesagt, die Kerzen vom August und auch hier von der Vorzeit des Dezember 2014. Also die 116 würden wir hier schon gern mal sehen, 116,10, 116,20. Das wurde wie gesagt nicht erreicht. Wir sehen seit dieser Woche eine Erholung, auch weil die Indizes, also die Aktienmärkte, eine Erholung fahren. Das ist immer wieder auch eine Indikation für die Yen-Pairs. Also wenn es eine Schwäche gibt, sozusagen eine allgemeine Aktienmarktschwäche, dann zieht sich das Kapital in den Yen zurück. Der Yen wertet auf und dementsprechend häufig zu sehen, dass die Währungen, die in Yen gehandelt werden, dann entsprechend stark unter die Räder kommen, wenn es Korrekturen an den Aktienmärkten gab bzw. gibt. Genau das Gleiche hatten wir hier Ende August zur Ausverkaufs-Crash-Situation an den Märkten. Hier diese Phase. Und genau das Gleiche, die Yen-Pairs gerieten hier deutlich unter Druck. Jetzt aber die Chance bzw. die Möglichkeit. Wir haben hier aktuell den gegebenenfalls erneuten Rücklauf an 118,60. Das ist jetzt hier ein massiver Widerstand. Wie gesagt, auch damals schon am 7.1.
genau dieses Level hier in den Fokus genommen. Nochmal ein Stück hochscrollen, da haben wir es. Aufgabe des Level 118, das ist genau der Punkt, worauf man sich hier fokussieren könnte. Und ein gegebenenfalls rückläufiges Szenario kann man hier durchaus nutzen, denn tendenziell haben wir saisonal bis zum 22. beziehungsweise 24.01., das wäre praktisch hier dieser Zeitraum. So, die Chance, eine Schwäche zu sehen. Und auch kurzfristig nochmal die Saisonalität gezeigt. Hierbei interessant, heute starker Wochentag, könnte so laufen, kann sie sogar noch ausbauen. Dann aber Donnerstag, Freitag, generell tendenziell mit Schwäche versehen. Der US-Dollar gegenüber dem Japanischen in aktuell 60 Pips gelaufen. Die Range hier noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Das heißt, hier kann noch ein Stück was gehen. Wir sehen hier 74 Pips im 12-Wochen-Durchschnitt von 7 bis 22 Uhr. Aber ergo roundabout 75 eben bis 90 Pips kann sich das Währungspaar bewegen. Und das würde dafür sprechen, dass wir hier durchaus heute, Schrägstrich morgen, dieses Level nochmal ansteuern könnten. Hier sehen Sie kurzfristig die Saisonalität weiter fallend bis zum 22.-24. Da wäre ein Exit zu empfehlen, rein saisonal gesehen und auch rein statistisch. Aber hier die laufende Erholung kann sich, wie gesagt, hier aufgrund auch der technischen Struktur, die sich hier darbietet, durchaus in Bälde umkehren. Es kann also dann hier nochmal eine Short-Chance geben, die hier letztlich das Level von 117 und gegebenenfalls, wenn die Märkte hier nochmal in einen Korrekturmodus schwenken sollten, in ein oder zu einem Niveau in dem Bereich 116,10 führen könnten. Wichtig, wie gesagt, dass der Preis hier nicht deutlich über 119 rausgeht. Ein mögliches Stop-Level wäre hier zum Beispiel die Marke von 119,50, Schrägstrich hier das Kerzenhoch vom 5. Januar. Also hier knapp Preise über 150, könnte man 119,70, 119,75 nehmen. Das wäre ein empfehlendes Stopp-Level für den Fall, dass der Preis eben sich doch stärker erholt. Und dann muss man sagen, wenn wir hier über 118,60 rausgehen, auch schon ein Tagesschluss über diesem Level hier, 118,80, 118,60, Tagesschluss darüber, könnte auch schon hier theoretisch ein Exit-Signal für Short sein, weil dann die Möglichkeit einer Rückeroberung dieser aufgegebenen Unterstützung hier möglich wäre. Und das ergo dann zu weiter oder wieder anziehenden Preisen führen könnte. Aber aktuell ist eigentlich das Short-Szenario noch zu favorisieren. Es kann sich, wie gesagt, hier um eine mögliche Chance handeln, hier nochmal in so einen Trade reinzukommen. Schauen wir uns mal den Stundenchart dazu an. Da sehen wir nämlich auch hier die Struktur einer bärischen Flagge. So, Moment, grün aufwärts. Ja, nicht ganz ideal, aber was ist das schon an den Märkten? Kann auch hier nochmal als eine sich zusammenkeilende Situation sogar skizzieren, möglichst viele Auflagepunkte suchen. Wenn man die hat, hat man jetzt schon mal eine grobe Ansatztendenz. Ja, also hier auf jeden Fall eine Situation, da, wo sich der Preis reinschraubt. Einerseits eine Art bärische Flagge. Können auch hier nochmal das kürzere Preisgeschehen nehmen. So, das schaut sogar schon noch besser aus als Bear Flag, hier diese Geschichte. Und ja, das wäre hier eine Möglichkeit, eben an diesem Level, und da haben wir auch im Stundenchart hier Widerstandsniveaus, sogar schon ja, ein Stück weit höher, hier diese Zone sehr, sehr schön zu sehen, 118,70, 118,60, eben diese Zone auch hier als Widerstand definierbar. Das könnte hier ein schönes Niveau sein, um in den Markt reinzukommen, Short. Aber wie gesagt, das muss man sich überlegen. Im Prinzip die Möglichkeit der aktuell laufenden Erholung mit Umkehrchance hier oben gegeben. Ob es so kommt, wir werden es sehen. Letztlich bietet der Preis US-Dollar gegen Japanisch-Yen augenblicklich eine mögliche Ausgangssituation, hier eben nochmal in einen Short-Trade reinzukommen. Dazu aber, wie gesagt, der Abprall ganz, ganz wichtig bei 118,60, 118,70. Hier sollte eine Umkehr erfolgen. Heute Intraday gesprochen, kann gesagt werden, wir sehen heute den Pivot Point 117,66. Wenn der Preis es hier nicht schaffen sollte, oben zu drehen, dann könnte man theoretisch hier neue Tiefs verkaufen. Das wäre dann praktisch auch eine Auflösung aus diesem Aufwärtstrendkanal, aus dieser bärischen Flagge. Oder aber eben, wenn der Preis hier oben herkommt, dann praktisch schon mal wieder darauf spekulieren, dass der Preis kippt. Die Möglichkeiten gibt es. US-Dollar gegenüber Japanisch-Yen hier also mit Chancen auf der Südseite. Sieht ganz interessant aus. Wollen doch sehen, was der Markt macht.
Heute gibt es noch das JFD-Devisenradar-Webinar, diesmal auch nochmals von 11 bis 12, also ein Stück weit früher als sonst. Das werden wir nicht immer so machen, aber diese und nächste Woche schalten wir das JFD-Devisenradar-Webinar ein Stück weit früher. Und heute Abend gibt es dann noch ein interessantes Education-Webinar zu den Add-ons vom MetaTrader, beziehungsweise auch dahingehend nochmals eine kleine Einweisung, wie Sie sich bei Guidance einen Trading Desk basteln. Freue mich drauf. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, einfach beim YouTube-Kanal oder im Stream posten. Ich sage danke fürs jetzige Dabeisein, wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handeln und wenn Sie mögen, hören wir uns später/morgen wieder. In diesem Sinne, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.